So, hallo, hallo. Heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar fliegen wir gleich nach Founders World und werden uns ein paar Schiffe anschauen und auch ein paar zusammenbasteln. Geplant ist, ich möchte einmal ein Transportschiff haben und ich möchte mir ein Exploration-Schiff bauen, mit dem ich dann tatsächlich auch mal außerhalb von der Bubble ein bisschen scannen kann und ein bisschen erforschen kann. Und ich würde sagen, da geht's dann direkt los. Ihr seht, habe ich meinen HUD noch ein bisschen geändert. Ich werde jetzt gleich nochmal ganz kurz gucken, wie der Stream aussieht, dass es soweit okay ist. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, da können wir loslegen. So. Mal. Ah, geht's Richtung Founders World? Effner ist auch gerade online gekommen. Glaube ich. Jetzt mal kurz Schwader in den Tab packen. Staffel. Staffel habe ich ja schon. Aber nicht mehr der Ding hin. Ich höre schon wieder rascheln im Discord. Wer Ja, ist? Hi, grüß dich, kann schon Melody. sein. Hi. Alles klar bei dir? Ja. Ich rüste gerade ein bisschen meine Anaconda um, beziehungsweise tausche erstmal die ganzen Rohmaterialien ein. Fliege jetzt mal nach Founders World. Ich habe mein HUD und mein FOV gerade ein bisschen geändert. Ich sehe den Stream noch nicht. Oder? Decke. Elite. Mal verkaufen. Ah, jetzt bist du da. Ih, blau. Ach, hier, blau. Ja, pink ist es nicht. Kühlung? Kühlung. Ich habe heute zwei Sachen vor. Und zwar einmal Transportschiff, also Personentransport. Also quasi ja, so was Orca-Dolphin-mäßiges. Und ich möchte mir ein Exploration-Schiff bauen, wo halt auch so Sachen wie Systemscanner drin ist und sowas. Welches Schiff schwebt dir da vor? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Das werden wir gleich sehen. Aber ich werde auf jeden Fall mal Richtung Founders World fliegen, meine Espmark schön rausholen und dann geht's schon los. Mädels. Abend. Hi, wie geht's euch? Ja, gut soweit. Schön.
Was macht ihr? Ich fliege gerade nach Founders World. Founders, okay. Was gibt's da Schönes? Ich werde mir ein Exploring-Schiff bauen und einen Passagiertransport. Ein Exploring-Schiff? Was hast du denn da? Ja. Das werde ich noch sehen. Ich bin mir noch nicht ich bin mir noch unschlüssig. Okay. Warum? Ja, weil ich mich noch nicht damit beschäftigt habe. Okay. Willst du auf große Tour, Lex? Eventuell, ja. Ja. Gibt's eigentlich nur drei Schiffe, die du nehmen kannst? Ich weiß. So viel oder weiß ich schon. Oder vier. Wie man das nehmen will. Ja. Weißt du noch, wo der Händler für Rohmaterialien war? Gibt es ganz viele von. Ja, aber. Der Karte. Muss man das besuchen? Du kannst bei Inara nachgucken. Da habe ich doch gerade schon. Da habe ich jetzt falsch umgeführt. Ja, welchen Ingenieur musst du denn hin? Ich will zu allen Ingenieuren. Ich habe jetzt ganz viele Rohmaterialien halt besorgt und möchte Rohmaterialien quasi tauschen. Und dafür brauche ich einen Händler. Ja. Also im Spiel werden dir die Systeme nur angezeigt oder die Händler, wenn du schon mal da warst. Bei Inara, ich habe den schon gesehen, aber ich finde halt diesen Punkt da nicht. Der wird mir auf der Karte nicht angezeigt. Das ist ein bisschen komisch. Nee, wird ja auch nicht angezeigt. Das ist die Station immer. Die Händler. Die sind auf der Station. Ja, das werden ja nicht angezeigt mit irgendeinem Marker oder so. Ja, aber ich habe jetzt ja quasi auf Karte Dienste halt eingestellt und auf Rohmaterialien. Wenn du zum Beispiel die Dwelle, nur mal als Beispiel, ja, aufmachst bei Inara, dann steht unten Find Material Trader, Nervi, also am nächsten. Und da wird dir eine Liste aufgezeigt, wo die am nächsten sind. Achso, cool. Siehst du das? Okay. Ganz egal, welchen Ingenieur du nimmst. Ja, ja. Auf Inara, ist egal. Unten links wird das dann angezeigt. Find Material Trainer. Unter der Beschreibung von dem Trainer zum Beispiel. Absolut. Okay. Lex, gar nicht am Stream heute. Bitte? Gar nicht am Stream heute. Doch. Ja? Ja. Gar nicht gesehen. Doch! Ein Zuschauer. Followst du gar nicht? Kommst du eine Benachrichtigung? Ja! Ich sehe das jetzt ja auch. Explorer-Schiff. Yes. Das ist nur ein Sprungschiff, die hat aber nichts mit Systemscans und sowas mit drin. Deswegen wird da jetzt vielleicht eine zweite ESP draus. Mal schauen. Oder Bock auf eine Anaconda? Hab ich auch schon, aber als Fighter. Ja, oder hast du eben noch eine als Explorer? Ich weiß, du willst kein zweites Schiff haben, Entschuldigung. Da bleibt ja nur die Mamba nicht. Was gibt's denn noch da? Die Mamba war ja ein Kampfschiff, ne? Phantom. Die Phantom, genau. Wenn du die auch noch nicht hast, das ist keine Ahnung. Oder die Espen. Oder die kleinere, die, wie heißt die noch? Diamondback. Aber, ich meine, eigentlich ist das egal, was für ein Schiff da gibt. Du kannst auch das Sidewinder nennen.
Ja, mit einer Sidewinder bin ich auch schon mal 200 Lichtjahre außerhalb der Bubble gewesen. Ja, 200 Lichtjahre ist ja ein Witz. Für die Sidewinder ohne Imschi nichts? Ja. Ah, es gibt schon Leute, die sind nach Sagittarius-Abend eine Sidewinder geflogen. Weil Richtung Mittelpunkt ist das egal eigentlich. Weil die Sterndichte immer weniger, also immer mehr werden. Ist es James Memorial, ist es James Memorial oder ist es Founders World direkt? James Memorial. James Memorial ist die Elite-Station. Okay. Ja. Da gibt's alles. Also wenn du eine Anaconda bauen willst, kannst du dir mein Bild nehmen. Poste mal. Über 80 Lichtjahre. Stell dir mal rein. Bitte. Schick mir mal eine FA und poste mir das. Du kannst dir das alles bei Ihnen angucken. Ich kann bei dir in deinem Stream kann ich Dix einstellen. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Lass mal den Loop of Shame des Tages liegen. Ja, das kenne ich. Du kannst in meinem Stream nichts schreiben. Nee, kein. Doch, schreiben ja, aber nichts posten. Du bist halt also sprich, Coriolus, bla bla. Aber okay. Ich sag dir vorweg, du kannst nicht boosten, ne? Das ist reine Sprungschiff. Absolut Pappschiff, Leichtschiff, Leichtbau. Ja, kann ich scannen damit ordentlich? Ja. Du kannst scannen, du kannst ja, natürlich, aber nicht boosten. Da viele wollen ja auch auf Planeten landen und so, und wenn die größere Anziehungskraft haben, die Planeten, dann hat man manchmal schon ein Problem, wenn man nicht gut damit umgehen kann. Na? Warum kann ich da nicht boosten? Weil du nicht boosten kannst, weil eben alles auf Minimum ist. Das ist aber schade. Du kommst über 80 Lichter an dem Vogel. Also leer, ne? Ja. Brauchst du einen kleineren Tank rein und so? Nö, gar nicht mal. Tank gar nicht mal. Tank ist normal. Kleineren Tank würde ich nie nehmen, wenn ich auf große Reise gehe. Du brauchst den Sprit. Wie viel Lichtjahre sind es, wenn man einmal an den Rand fliegt und dann einmal außen rum? Du, ich bin 3 Monate unterwegs gewesen. Anfang des Jahres habe ich das gemacht. Wie viele Sprünge? Ach, genug. Ich esse einmal drumherum. Beagle Point und sogar noch ein bisschen weiter hinter Beagle Point, wo ich auch schon gewesen, am Maximum, also am weit entferntesten Mond. Dann wieder zurück. Ja, war gut, oder? Ja, geil. Bei YouTube kannst du dir das angucken. Schön. Musst du mal gucken. Nach was suche ich? Ein kleines Video, ja, Jackie McDuff, da musst du mal gucken. Okay. Das werde ich mir mal morgen während der Arbeit reinziehen. Da ist ein kleines Video. Ich will halt eins, das auf jeden Fall so wendig ist wie die Asp. Die Asp ist schon. Nee, also vergiss es, der Rest der Anaconda, das falsche Schiff. Ja. Die Anaconda an sich ist ja Backstein. Aber wie gesagt, es ist reine Sprungschiff, ne? Geradeaus und. Ich will demnächst auch nach Colonia mal fliegen und die ganzen Ingenieure freischalten. Wann? Komm ich mit? Mal schauen, ich weiß, ich war spontan. Du kommst ja nicht hinterher. Ich komme nicht hinterher. Nein, natürlich. Auf dem Weg dorthin habe ich noch ein paar erdähnliche Planeten, die ich früher mal gescannt habe. Die will ich abfliegen. Also ich baue mir gerade eine 80 Lichtjahre Sprung Anaconda zusammen. Ja, schön, mach das. Schau dir mein Schiff an, auf die Lara. Gib mir einen Link. Wollt ihr einen Link schicken? Warte mal. Ja, weil ich bin gerade nicht eingeloggt und während dem Stream will ich mich nicht einloggen. Nee, weil, okay.
Curry oder das Glenn willst du haben, ne? Jo. Hab ich nicht. Die Kleinlauf. Ensure you have received authorization before entering the docking bay. If you don't have access permission, please exit the facility immediately. Ich mach das einfach mal hier unter Spam-Chat, ne? Jo. Hab ich. Und dann Nachrichten runter, lass scrollen noch. So. Okay, du hast Heatsinks drin. Alles relativ auf leicht. Ja, alles. Ich glaube, ein Pappchef. Repair Limpets. Bisschen Cargo. Ja. Guardian Frame Shift, Schildgenerator. Detailoberflächenscanner. Dieser Detailoberflächenscanner ist aber nicht der Systemscanner, oder? Der ist ja standardmäßig verbaut. Der ist standardmäßig drin, okay. Der Detailoberflächenscanner ist nur zum Planeten kartografieren quasi. Okay. Du schießt da Sonnen auf dem Planeten ab. Ja. Ja, theoretisch kannst du auch deine ISP Explorer jetzt umbauen. Wollte ich gerade sagen. Wenn dann kannst du auch, natürlich. Kann ich. Aber du kommst nicht so weit mit dem Chef. Aber du kannst natürlich auch die ISP Explorer bauen. Weil die Anaconda am weitesten springt von vornherein schon. Als Taxi zwischen den Schiffen würde ich die Diamondback Explorer, die kostet. Die habe ich auch. Die DBX, also zwischen den Planeten in der Bubble, beste Schiff, die DBX. Okay. Die kostet nichts und ist im Transfer auch extrem günstig. Ja. Die 70 Lichtjahre schafft sie auch. Oder was hat sie? Ich weiß es gar nicht. Meine 65 hat meine, aber die ist noch nicht komplett ausgebaut. Nee, eben. Aber 70 kommt die, glaube ich, schon, ja. Die S-Back Explorer ein bisschen weniger. Aber auch nur ein Tick. Ist egal. Ich hab beide. Und mit meiner Anna bin ich schon quer durch die Galaxie gejumpt. Also ich mache eigentlich jedes Jahr eine große Tour. Und dieses Jahr war eben einmal gegen Uhrzeigersinn am Rand der Bubble. Ich finde halt die ASP vom Cockpit extrem schön. Was haben wir gestern gesehen für eine? Die, Crite war das, die auch im Cockpit extrem schön ist, gell? Ja, weil du rechts, links finde ich die Waffen so geil, ne? Finde ich. Gleich ist direkt die, am Cockpit ist hast du die beiden Waffen. Ist es die Phantom oder die MK2? Das sind die beide baugleich vom Model. Die MK2. Okay. Die MK2 ist das Kampfschiff und die Phantom ist das Exploring-Schiff. Okay. Ja. Ich glaube, dann werde ich mir eine Crite Phantom holen. Probier es aus. Du musst da ja nicht viel reinbauen. Die kommt auch sehr weit. Vom Sprung her. Probier das mal aus. Du kannst ja meine Anna als Vorbild nehmen. Ja, ja. Wie auch immer. Und das würde mich auch interessieren, weil ich die noch nicht habe, die Phantom. Ich guck mal, ob ich ein Exploring-Bild finde. Ja, du kannst ja das nehmen, was ich habe. Also. Besser wird es auch nicht werden. Weil viele wollen ja noch boosten, ne? Weil sie oftmals auch mal auf Planeten landen wollen. So, ich muss mal kurz auf Bordtoilette. Ich bin gleich wieder da. Was die für eine Range?
Ensure you have received authorization before entering the docking bay. If you don't have access permission, please exit the facility. Hä, das ist doch wieder? Was soll denn das? Oh, ich kriege hier die Krise. Ja, komm, dann bauen wir uns so eine kleine Phantom. $88 Millionen, was soll der Geiz? Unlawful behavior in and around the starport is not permitted. We thank commanders for their cooperation. Und wir sind Besitzer einer Phantom. Hübsches Teil. Was haben wir denn da drin? Hardpoints sind leer. Basis. So, da bin ich wieder. Baby. Light White Alloy ist leichte Legierung, gell? Mhm. Okay. Ja. Dann haben wir die 4A. Aber die ist ingeniert bei ihm im Bild. Die Frage, ja, ob es mir dann noch reicht. Aber das wird schon reichen. Ja, da musst du andere Sachen ausschalten, naja. Ja, okay. Das ist kein Thema. Das ist alles ingeniert. Auf leicht, oder? Kannst du erstmal 5A einbauen. Kannst dann später runterbauen, sobald halt die Ingenieur. Kann doch alle Sachen ausschalten, ist egal. Das ist egal. Ich baue mal. Würde das gar nicht. Was haben wir denn? 5A hat 9,61. Kauf die anderen Sachen doch erstmal alle. Kauf, ja, stimmt, das ist auch wieder recht. Dann guck mal. Und dann zum Schluss das Kraftwerk. Und dann musst du gucken, ob das passt. Ja, ja. Oder nicht. Hier die Trusters. Kannst aber nicht mehr boosten, ne? Ne, Boost ist vorbei. Also Boost ist nichts mehr, ne? Also bei der steht dran, Ship Control Boost. Nee, ist nicht. Du hast keinen Boost. Also bei mir nicht. Also entschuldige, das ist die Phantom. Ja, ja, auf der Phantom, okay. Ja, ja. Ja, ja, okay, hast die Phantom, ja. Jetzt noch ein 4D. 4D, ja. D ist immer das leichteste. Die krieg ich die hier nicht? Überschreitet maximale Masse, muss ich ja schon mal verkaufen. Nee. Ach nee, das ist ingeniert, deswegen kann er die 4D benutzen. Du musst alle Sachen mal austauschen. Ich mache jetzt erstmal das Kraftwerk raus. Genau. Nicht einlagern, nicht einlagern. Ja, ich kann es momentan gar nicht verkaufen irgendwie hier. Kauf doch ein anderes. Wir kaufen ein Vierer. Komm immer. Ne, 4A war's.
schwer. Dann können wir mal den Treibstofftank raushauen. Den würde ich nicht raushauen. Hat er das bei sich gemacht? Ah ne, 5C hat er drin. Lass den Treibstofftank drin. 5C Fuel Tank hat er drin, der passt. 6D Sensoren. Ja. Energieverteiler hat 3D. Dann geht die Masse runter. Lebenserhaltung 4D. Frameshift haben wir 5A. Maximum. Und jetzt gucken wir mal, Schub war 4D Thrusters, mal gucken, ob wir die jetzt kriegen. Ich bin immer noch zu dick für 4D. Ich baue 5D ein erstmal. Wir machen es erstmal optional. Gucken mal, was wir da machen können. Naja, Frachtgestelle brauchen wir da nicht so viele. Nö. Da würde ich einen ganz kleinen einbauen, wenn überhaupt. 6er, 6A Fuel Scoop erstmal. Den schnellen. Ja. Treibstoffsammler, wo bist du? Stell 5H Guardian Frameshift. FSA Booster. Ist geil, ne? Wenn man sich einfach warum, so eben ein Schiff bauen kann. Warum habe ich hier keinen 5A Guardian Frameshift? Ach, 5H ist das, alles klar. Okay, dann ist es klar. Den hat er ausgeschalten, den 5A Auto Field Maintenance Unit. Das ist quasi das Reparaturmodul, das schaltet er nur an, wenn er es braucht. Genau, genau. Um Energie zu sparen einfach. Du kannst ein kleines Kraftwerk nehmen. Wie heißt denn das in Deutsch, das Reparaturteil? Reparaturdrohnen? AFW. AFW, genau, AFW. Und welchen hat er drin? 5A. Hat er zwei davon? Nee, nur einen. Auch weil auch die kaputt gehen können, ne? Also immer so riskant, ne? 4G Planetary Vehicle Hangar. Ihr glaubt doch nicht, dass ich irgendeinen SRV mitnehme, Alter. Doch, mach das mal ruhig. Warum? Du kannst ja dann nimm einen, den leichten, wo du nur ein Fahrzeug drin hast. Es kann immer mal vorkommen, Scheiße, dass du keine Materialien hast, dass du mal echt auf dem Planeten musst und suchen musst. Ich habe bei meiner Anna auch ein Fahrzeug drin. Nur für Notfall. Okay, aber da reicht ja ein Dreier-Slot, oder? Ja, eben. Also, dass du einfach nur ein Fahrzeug mitnehmen kannst. Kannst du zwei nehmen. Verstehst du? Es gibt so H oder G, glaube ich. Eins von den beiden ist das am leichtesten. Da musst du mal gucken. Ja, und dann, warum nehme ich keine 5D automatische Feldwartungseinheit? Ja, gute Frage, das weiß ich nicht. Warum nimmt der da eine A? Weil A, glaube ich, mehr Treibstoff hat, in Anführungsstrichen. Also mehr Reparatureinheit drin hat. Ist das richtig? Ja, richtig, ja. Deswegen. Dann nehmen wir da nochmal ein 5A dazu. Das ist von der Energie schwierig. Ja. Ja, wie gesagt, die schaltest du ja aus. Ne, die Reparatureinheit. Richtig, die schalte ich aus, genau. Du landest ja irgendwo auf dem Planeten oder was und dann machst du es heil.
Dann brauche ich einen SAV-Hangar. Oder außerdem lässt sich noch ein bisschen. Fahrzeugslot 1. G1 hat dabei mit weniger Energie. Mit weniger Energie, hier. Ja. 2H. Ja. Was haben wir denn im 1er-Slot? Wir machen Cargo-Pack, hat er noch drin. Du musst das Fahrzeug kaufen, warte mal, ne? Warte. Nicht, dass du es vergisst. Ach so, ja, ja, stimmt. Cargo will ich auch. 4 Tonnen oder was, das reicht vollkommen, oder was? Dreier Cargo hat jetzt ein 8er. Das ist... Im Cargo musst du deswegen mitnehmen, weil du, wenn du dein Fahrzeug, dein Schiff reparieren musst, damit du da eine Drohne, die synthetisierst du ja. Du nimmst ja keine Drohne mit. Ja. Das ist ja Quatsch. Ne? Du musst die Materialien haben, dass du die synthetisieren kannst. 3D-Schildgenerator. Geht das noch kleiner? Nee, wegen der Rumpfmasse. Okay. Ja. Dann haben wir hier noch ein 1E Frachtgestell, das kommt raus. Und da kommt der Detailoberflächenscanner rein. Mhm. Zwar ist das der 1E normalerweise oder 1L. So, jetzt gehen wir auch geschwind auf die Utility Mounts und machen da eine Heatsink rein. Einer reicht. Und dir würde ich auf Munition pimpen, dass du mehr hast. Wenn das dann so weit ist bei dir. Oh, wo ist der Kühlkörper? Dann gehen wir mal ausschalten. Und nach dem Ausschalten uns mal an, was wir an Energie brauchen. Die sind beide aus jetzt. Habe ich noch aus? Noch was aus normalerweise? Nee, das ist, der Rest ist an. Okay. 82%, ne? Was war das? Richtig, aber das ist das große Kraftwerk noch. Das muss ich jetzt austauschen. Ja. Jetzt geh ich runter. Das ist jetzt ein 4A-Kraftwerk. Und da müsste eigentlich laut das Kleinste würde ich in 4D das rein. Jetzt gucken wir mal, was wir da nehmen können. Ja, 4A, ne? Würde er auch noch reichen. Oder macht das? F, ja. Das hat er drin. Ich habe jetzt gerade 4A drin. Du bist ja gerade bei minus 6. 4A, stimmt, ja, ja. Reicht bei weitem nicht. Aber ich habe 82%. Warte. Fehlt dir hier drin nicht die Sachen, die ausgeschaltet sind? Weil wenn ich jetzt rüberschaue, hier bin ich gerade bei Verbrauch 82. Mhm. Doch, das ist mit... Das, ausgeschaltet. Das zählt ja aber nicht in der Ausrüstung, dass ich es ausgeschalten habe, ne? Nee, genau, in der Ausrüstung glaube ich nicht. Du kannst ja gucken, wie viel das verbraucht, diese Feldwartungseinheiten. Ja. Es waren gerade mit minus 6 irgendwas, das ist ganz schön viel. 17% Energie brauchen die. Verbrauchen aktuell. Einiges, ja. Ja, gut, du wirst dein Schiff ja noch pimpen, ne? So. Das wird schwierig ohne Materialien. Ja, das. Derzeit bin ich ein bisschen blank, was Materialien angeht, ja. Deswegen erstmal so ausrüsten, dass du halt halbwegs erstmal. Mit der irgendwas machen kannst.
So, das Da würde ich erstmal die Materialien farmen. Kauf dir das, wie du das haben willst, und wenn du Materialien hast, fährst du damit zum Ingenieur. Ja. Hat jetzt 15,6. Ja, A hat. Er hatte 15,6. Und der D hat 11,7. Test mal, ob das ausreicht. Aber ich glaube nicht. Nein. Reicht nicht. Dann muss ich tatsächlich das A drin lassen. Du kannst doch eine Sache ausschalten. Du kannst deinen Oberflächenscanner ausschalten. Du kannst Ladelucken auf Priorität 3 setzen. Stimmt eigentlich. Etc. pp. Also du kannst alles, was du nicht brauchst, im Moment ausschalten. Dann kommst du damit hin. Zusammensetzungsscanner brauche ich erstmal nicht. Alles, was Energie kostet. Warum kann ich den nicht ausschalten? Ladelucke zum Beispiel auf Priorität. Dass das ausschaltet. Eine Ladeluke. Das wäre erstmal. Planetenfahrzeughangar kannst du auch ausschalten, erstmal. Ja, schalt aus. Weil er fliegt als erstes zum Kraftwerk pimpen. Hat er noch nicht. Hab ich noch nicht. Wie hast du noch nicht? Ich hab. Ja, Felicity hab ich halt freigeschalten, aber ich hab's bisher noch nicht auf Stufe 5. Aber Marco Quent, hast du den schon? Nee. Auch noch nicht, okay. Wie lange spielst du schon, Lex? Jetzt einen Monat wieder aktiv, davor ein halbes Jahr in der Sidewinder und der Vulture. Okay. Von daher, habt Geduld. Ja. Aber das Gegrinde, Alter, das hat mich so angekotzt. Ich hab alles frei, ne, aber hat das gedauert, ey. Ich nehme jetzt erstmal das 4A mit. Ich hab gleich das eingebaut, was du haben willst. Kannst es auch hinschicken lassen zum Ingenieur, ist ja egal. Du musst ja gar nicht fliegen damit. Ja. Was zum Ingenieur fehlt? Ja, zum Nachbarsystem oder Nachbarstation. Ja. Oder fliegst du da eben hin, ist das scheißegal. Also da hör ich überhaupt. Kein Körpersteak, hört sich jetzt hin. Ich will sie jetzt schon mal schön fliegen, das wäre schon mal ganz interessant. Ja, das kannst du ja machen, wenn du von der Station zum Ingenieur möchtest. So, das ist jetzt erstmal Nummer 1. Verbrauch 80%. Das ist schon mal okay. So. Nächster Streich. Was noch? Orca. Oder irgendwas. Ah. Orca, zum Matzfarmen brauchst du eine Python. Was brauche ich? Zum Matzfarmen brauchst du eine Python. Ja, eine Python habe ich, die ist gerade außerhalb jeglicher Verwendung. Von daher, die werde ich wahrscheinlich umbauen. Nicht unbedingt. Wieso, hast du noch einen guten Spot, wo man gute Materialien bekommt? Mit einem anderen Passagierschiff? Ach, ihr wollt mit Passagier? Bist du Matzfarm? Okay, ja. Und warum? Weil das schnell geht. Ich habe auch eine Orca genommen. Also für Passagier habe ich eine Orca. Ja, aber die Python hat ein kleines Landepad, die Orca nicht. Und du kannst auf der Station kannst du nur mit einem kleinen Schiff landen, deswegen die Python. Ich will aber nicht nur für Matzfarmen den Personentransporter. Ich möchte halt auch mal diese Personenmissionen machen. Die habe ich davor noch nie gemacht. Ja, dann wollte ich die Orca, die fetzt, die ist cool. Braucht die einen Large-Landeplatz, die Orca? Ich habe die ja lange nicht mehr geflogen. Hm. Echt? Leider, ja. Nimm nur Orca, macht Spaß.
wird's Geld rausgehauen. Er hat genug Kohle, oder? Geht so. Holla, die Waldfee, Alter. Die ist aber geräumig. Ja, ist ein Luxuslader. Alter, diese Beinfreiheit. Interessant. Du scheiß Arsen, jetzt bist du dran. Hast du es oder was? Das kann ich gerade eintauschen, ne? Endlich, ey. Arsen? Da gibt es ja die Anaconda, wo du das haben kannst. Was? Wo gibt's eine Anaconda, wo man es haben kann? Da gibt's eine Anaconda, eine abgestürzte Anaconda. Die hat da die. Ich habe jetzt die besseren Mats gefahren und wollte das jetzt eintauschen. Container, wo du die abfahren kannst. Musst dir mal einen auslocken. Arsen ohne Ende. Wie suche ich denn Personentransport-Builds? Was ist das englische Wort für. Willst du von mir eins haben? Wenn du ein gutes hast, ja, gerne. Ja, die ist noch nicht durchgepimpt, aber warte mal. Ja, gepimpt muss ja auch nicht sein. Hauptsache funktioniert auch ohne. Ja, warte. Ich guck mal. Meine Flotte. Meine Orca. Meine Flotte, meine Fresse. Ja. Das ist schon eklig. Beluga, ne Beluga, habe ich doch gar nicht mehr, oder? Nee. Moment. Ich bin gleich soweit. Habt ihr das Vehikel gesehen? Sollen wir das fahren können? Nee, das ist Sand. Schade, wenn das nämlich fahrbar wäre, ich glaube, dann wäre das mein Liebling, weil das ist wahrscheinlich leichter zu kontrollieren. Badewannen-Style. Ja, fettes Ding. Hast du noch einen Tipp, wo man halt Daten gut farmen kann? Gibt's da Daten? Ja, da gibt es auch die Absturzschelle von der MK4. Und die Daten kannst du auch abgraben und auch eintauschen. So, pass auf. Ich habe hier wieder Spam-Chat, aber von Inara, ne? Jo. Meine. Die ist noch nicht fertig gepimpt. Da muss ich noch ein bisschen dran rumfeilen. Okay. Muss einfach mal gucken. Hübsche Lackierung. Ja, extra gekauft. Heißt die Willi für Free Willi, oder was? Ja, genau. Genau. Wie war der Spruch? Irgendwas, ayo, ayesus. Tick in 90er, Alter. Ich glaube, mit dem Schiff, so wie es, kommt sie ungefähr bei 36 Lichtjahren. Um und bei irgendwie. Okay, aber die ist noch nicht arg gepimpt. Guck dir das mal an, nee, weißt du? Nö. Noch nicht durch. Die ist auf 5, die ist auf 5, die ist auf 5, die ist auf 1, die ist auf 5, die ist auf 4. Feinschliff. Die ist auf 4. Yeah. Feinschliff. Nicht gepimpt. Läuft die auch ohne das Pimping mit der Einstellung? Ja, bestimmt. Dann gucken wir mal. Ja. Ansonsten hast du ja eine Aufgabe, ne? Die habe ich immer. 5D Powerplant hat er reingehauen. Warte mal, lass mich mal die Slots angucken. Ja. Orca kannst du auch gut als Rettungsschiff nehmen. Ja, da kannst du auch eine Anna nehmen. Nee, eine Anna, Entschuldigung, eine Python. Ich habe da eine Python für genommen. Als Rettungsschiff. Geht auch gut. Extra Thrusters, 5A Frameshift. Du wolltest, wie viel was? Hab ich noch nicht genug Masse? Teil ist bereits verbaut. 5A hätte ich gerne, Jungs. Treibstoff, da gibt's keine A. Ach so, hä? Du wolltest das Schiffswrack haben für die Damen, ne? Ja, bitte?
Das ist, hast du Stift? Stift? Ja, das ist HIP. HIP. Warte. HIP 12.009.1b. HIP 12.009. Nee, 099. 099. 1b. Okay. Habe ich? Da ist, das ist eine MK4, glaube ich, die da rumliegt. Kennt ihr die Indra-Story? Kennst du die Indra-Story? Was ist die Indra-Story? Oh, die Indra. Indra kennst du nicht? Das ist vom ersten Targoidenkrieg. Vor 3000 Jahren oder wann auch immer das passiert ist. Die müsst ihr mal nach, du kannst du nachfliegen, die Indra-Story. Wir mussten mal googeln. Da gibt es bei uns in der Bubble und außerhalb ganz viele Stations auf dem Planeten, die du abfliegen kannst. Und da gibt es auch so Datenpunkte, die du scannen kannst. Das ist eine richtige fette Story von dem ersten Targoidenkrieg. Das ist total interessant. Und da gehört dieses Schiff, den haben sie richtig verarscht, diesen Piloten. Der ist das. Das ist total interessant. Müsst ihr mal machen. Das ist so ein roter Faden in der Idee-Geschichte. Macht Spaß. Wo findet man denn den Anfang? Da musst du googeln. Da musst du einfach mal googeln, weil das ist irgendwo da. Also. Ja. In der Wiki oder wo auch immer. Die Indra-Story. INRA. Das ist echt interessant. Das müsst ihr mal machen. Für die Anaconda hast du den Punkt auch gleich mal? Anaconda, weiß ich jetzt gar nicht. Warte mal. Nee, Anaconda nicht, aber den findest du, glaube ich. Ich habe ja so viele Punkte gemarkert. Ich weiß gar nicht, wo das ist hier. So, mein Anaconda springt jetzt 172 Lichtjahre. 172 Lichtjahre? Geil. Sollte ich auch haben. Hammerhart. Ja, mit leichtem Boost, aber funktioniert. Nee, die Anaconda ist aber auch, da musst du mal gucken, die habe ich nicht. Naja, ich tausche einfach ein. Also das Antimonium, ja, das ist ja, geht ja gut. Aber für diese Anaconda, da kannst du Arsen, glaube ich, total geil. Ja, aber Arsen kann ich ja eintauschen. Da hole ich mir Antimonium, ja, und... Natürlich, Arsen an. natürlich. Ich habe ja auch so viele Punkte gemarkert, ich weiß gar nicht mehr, was da ist. Ne, aber die Datenschiffswrack, da musst du mal hin, da kannst du Daten sammeln. Die tausche auch ein. Muss immer Boardhopping machen. Und fertig. Ja, Fracht habe ich deswegen drin, weil du einige Aufträge bekommst, ja nur, als, weil du ja Belohnung oder irgendwelche Sachen bekommst, ne? Ja, ja. Deswegen, sonst kriegst du die Aufträge jetzt gar nicht. Was ist denn der Advanced Discovery Channel? Aufklären, nee. Da ist er, der Oberflächen. Ist er das? Nee. Nee, Advanced, bin ich blöd. Du hast diese A-Scanner. Das ist der standardmäßig drin, oder? Ja, genau. Okay. Hä, ist der standardmäßig drin? Warum wird der mir dann hier unter Optional Internal unter der 2 angezeigt? 1C. Okay, bin ich überrascht, überfragt. Advanced Scanner, ich verwechsel es auch immer. Laser kannst du ausbauen. Ja. Vor allem auf dem Slot 2 wird der dir angezeigt. Gut, das kann natürlich sein. Dieses Schiff habe ich lange nicht mehr angefasst. Ne? Ich weiß nicht, ob das aktualisiert bei Inara immer. Okay. Doch, bist du eigentlich, aber. Nee, da ist auf jeden Fall nichts, was ich dafür auswählen kann. Das muss drin sein.
Super Cruise Assistant, Planetenanflug Suite. Schmeiß raus. Super Cruise Assistant kannst du auch rausschmeißen. Ja. Kannst du Ladekapüle reinnehmen. Für das wenn kleine Ding, echt jetzt? Ja, wenn du irgendeinen beschissenen Passagier hast, der so angepisst ist, wenn dein Schiff einen Kratzer bekommt, dann will er woanders auf einmal raus. Die pissen sich, einige pissen sich echt an. Wo ist da der Landecomputer? Der ist Flugstabilisator? Dem... Ja, genau, da ist er. Genau. Es gibt einige. Standard Piloten, oder Fortschritt? Fortschrittlicher. Ach, fortschrittlich, ja. Weil es gibt einige, die mögen das überhaupt nicht, wenn ein Schiff beschädigt wird. Und dann quaken die rum. Es fehlt mir ganz genau 0,1 Megawatt. Kraftwerk engineeren. Einmal, also ein Level reicht. Ansonsten reicht auch einfach. Nee, du kannst dich nix ausschalten. Frachtluke nicht mal. Das heißt, die Frachtluke ist auf 3-4%, ne? Das. Du musst schon einmal zum Ingenieur. Das reicht. Okay. Einen Punkt zu machen und fertig. Weißt du, was bringt der Landekapüler eigentlich? Wie viel Energie saugt er? Ja, eigentlich hast du recht. 2%. Ja. Hinweg damit. Ja, bringt ja nichts. Das ist immer noch 100. Oder 8 zu viel. Warum? Ich bin bei. Ich bin bei Verbrauch 100, Leistung 100. Das passt schon. Okay, ja. Wenn ich den jetzt rausschmeiß. Einfach, nee, ausschalten. Achso, ausschalten meinst du? Einfach ausschalten. Okay. Das reicht. Du kannst den rausschmeißen. Ich hab den ja auch nicht drin. Ja, passt doch. Verbrauch 97, fertig. Das ist fertig. Das ist gut. Einmal pimpen das Kraftwerk, dann ist es erledigt. So. Genau. Werft, was gibt's hier noch Schönes? Targoniden-Schiff brauchst du noch. Die Kata brauchst du. Kata hat da keinen Ruf. Habe ich keinen Ruf für. Echt nicht? Nee. Okay. Die Diamondback Explorer, hol dir die. Als Taxi ja. Zwischen den Systemen. Ja, eben. Ideal. Obwohl er hat die S-Explorer, ja. Die bringt auch nicht 2-3 Lichter weniger. Aber die kostet weniger, wenn er da hin transferiert. Auch ganz muss. Hübsch. Ich kann damit nichts anfangen. Ich habe das Teil auch irgendwo rumstehen im Glaskasten. Das, da war so ein Hype um diese neuen Schiffe und man wurde nur enttäuscht irgendwie. Ja, dann liebäugel ich noch mit. Hast du die. Dieser hier? Federal Asset Ship. Nee, das ist mein Lagerraum. Zusätzlicher. Aber mach ruhig. Also mit so. Der liebäugel ich auch ganz stark. Echt? Warum das denn? Mining. Mining? Da passt weniger rein als in der Zeit 9. Echt jetzt? Glaube ich. Ja, das ist ein Kampfschiff, was du da hast. Hat die nicht einen Slot mehr? Aber keine 2-8er. Für Ladung. Oh. Glaube ich. Ich weiß das nicht so genau. Ja. Das ist hier? Ja. Ja. Ist ein Kampfschiff. Was Größeres als Teil. Chip 9 gibt's auch nicht, ne? Größer ist doch Cutter. Cutter ist vom Laderaum nicht größer als die Type 9. Nein, nein, nein. Doch, hat sie. Die Cutter ist hat mehr. Cutter kriegst du. Ich habe 792, glaube ich, in meiner Cutter Transport. Ja, kriegst du mit der in der Type 9 auch rein. Nee. Doch, aber du kriegst halt das Mining Gear dazu. Ohne Schilde. Rein. Das stimmt. Ohne Schilde, ja. Ja. Genau. 792, die Cutter hat am meisten. Definitiv. Das Bild zeigt mir mal mit der Type 9, dass sie mehr hat. Oder gleich viel hat.
Die FRS brauchst du noch. Eine Typ 9 für Sprung ausgelegt wäre auch geil. Was? Die Sprung? Gut, das schaffst du 25 Löcher, oder? Oder wie? Wenn ich überleg wegen Fracht und Sprung, um quasi von meiner Mining Typ 9 umzuwitschen auf die Sprung Typ 9, damit ich zum Abgeben von Pyanit weniger Sprünge habe. Was muss ich denn bei der Anaconda halt an Antriebstuning machen? Ausgewogen? Aggressiv? Nee, Antrieb. Warte mal. Da würde ich nehmen. Den Antrieb, ne? Auf Drive Trip Distributor. Dirty. Schmutzig. Aggressiv. Ja. Wegen der optionalen Masse, weil die reduziert wird. Genau. Und die Diamondback wäre quasi zum Taxi. Ja, die ist gut. Die ist gut. Aber du kannst auch der S nehmen. Die tun sie nicht viel. Diamondback ist ja im Unterhalt günstiger, wenn es jetzt auch wohin dran ist. Ja, die ist ein bisschen kleiner, die ist ein bisschen billiger. Sehr viel billiger. Und kommt ein bisschen weiter. Das Geld wird gar nicht weniger. Nee, bist du, wenn er 4 Milliarden hat, ne? Oder wie viel hast du? 3,2 habe ich immer noch. Ja, aber ich habe mir schon 3 Schiffe gekauft heute. So, Diamondback Scout Build. Gucken wir mal. Also, die Korvette hast du auch noch, ne? Hast du schon, ne? Nee. Aber nicht. Da brauche ich den Ruf. Das. Mach das doch mal, Mann. Ein bisschen Rufgrimmen. Ja. Schnell gemacht. Kann ich dir auch geben. Explore? Ja, ich will eigentlich nur ein Jump-Build haben für die. Ja, warte. Oder Meloki, Meloki, hast du ein geiles Jump-Build? Was für die? Für die Diamondback Scout? Deren Cockpit übrigens auch richtig geil aussieht. Spam-Chat. Yep. Das meine zurzeit. Aber da muss ich auch noch ein bisschen rumfeilen. Zwei E-Pulse Disruptor Fix, den kannst du auch rauslassen. Ja, das Scheißding, bau aus. Das habe ich mir nur eingebaut. Das Teil habe ich mir nur eingebaut, als dieses Guardian-Teil, dieses Raumschiff, weißt du, wo man diesen neuen Kulturbauplan bekommen hat. Ja, ja. Deswegen habe ich mir das Ding eingebaut. Schmeiß was raus, ist egal. Auch die Punktverteidigung macht, glaube ich, ganz wenig Sinn. Nein, doch, auf jeden Fall. Ja, echt jetzt? 100%, ja. Das brauchst du halt. Du brauchst du. Bei Guardian schießt die Raketen ab von den Wächtern. Ja, für Guardians. Für die Sentinels. Dafür hatte ich das ja gehabt. Ach so, für die Guardians hast du die benutzt. Okay, dann verstehe ich. Genau. Ansonsten. Dann verstehe ich das natürlich. Aber sonst für nach A, von A nach B fliegen. Nein, brauchst du die Dinger echt nicht. Nein. Aber da du mit so einem kleinen Schiff bei den Guardian-Ruinen sehr geil Parkplatz findest. Das ist nämlich wahr, deswegen baue ich die jetzt auch ein. Pass auf, wo du die hinbaust. Bau die oberhalb hin. Aber das kannst du selber noch einbauen. Also in die oberen, oder was? Ja, stimmt. Oben, ja, in die oberen. Unten macht das keinen Sinn. Seitlich würde auch reichen, oder? Nee, ja, mach oben. Ist ja besser. Ist egal, mach. Tut nicht weh. Utility Bounce drin. Das ist Utility, dann Hardpoint hat sie keine.
3A. Ihrer. Ja, Founders wäre das schon ganz cool, hey, zum Einkaufen. Muss man schon sagen. Ja, Thrusters. Frameshift. Fünf A Frameshift? Warum hat die bei mir keinen Fünfer? Frage, wie hast du denn in deine... Achso, das sind Diamondback Explorer. Ich habe jetzt die Diamondback Scout gekauft gehabt. Echt? Ja, hätte ich die Explorer kaufen müssen, oder? Ja. Ja, ja, dann muss ich die erstmal schon verkaufen. Das war jetzt fail. Kannst du nicht verkaufen, während du drin bist. Ich sitze drin, ja, dann gehen wir erstmal die Orca. Gelagertes Schiff verkaufen, oder? Erstmal nutzen. Nee, warte mal, nutzen. Erstmal nutzen. Ich kann, okay, alles klar. Das heißt also nicht, dass das Schiff, wo ich drin sitze, verkauft wird. Ja, das wäre für 71 Millionen ein bisschen auffällig gewesen. So, dann kaufen wir das mal. Ich komme mit meiner Explorer, Diamondback Explorer, etwas über 64 Lichter. Also fast 65. Unbeladen fast 70. Aber ich muss da, glaube ich, noch umfeilen. Kann man das eine oder andere noch mal rauskratzen. Wenn du zum Guardian willst, würde ich einen Pulslaser drin lassen. Ja, aber sowas hat er auf Lager, oder nicht? Da habe ich sogar noch getunte auf Lager. Siehst du ja, also daher. Pff. Bananen. Aber die baue ich mir dann auch erst ein, wenn es dann dazu kommt. Das sind 2er. 2a. Könntest du auch 4D einbauen, ne? Glaub, eigentlich ja. Dann kommst du noch ein leichter. Tick weiter, glaube ich. Ja. Der Rest wird D sein. 3D Life Support. Ja. Das ist 4D Power.
3D-Sensoren, 5C-Fuel. Dann optional. Oberflächenscanner. C. Ja, muss. Beide Schild. Kannst hier einen Frachter einbauen. Wenn man das haben muss. Beide Schild. Ja. Adium. Was 3D? 3D-Schild. Guardian. Kannst du, warte mal. Kannst du auch diesen. Du hast. Hast du nicht? Hast du nicht, ne? Warte. Was? Ja, ne? Nee, nee, es ist. Ich, wenn du natürlich. Wofür brauche ich den Detail-Oberflächenscanner? Pass auf, nimm den mal raus. Kategorie von den Planeten. Genau, für die Planeten. Und da baust du ein 4er Guardian Friendship Booster rein. Okay. Ja, auch wieder wahr. Dann muss ich aber erstmal hier den Guardian Friendship draus machen. Ja, genau. Und den tauschst du. Packst du woanders hin. Oder wie auch immer. Ich meine, diesen Teil-Oberflächenscanner brauchst du da nicht unbedingt drin, ne? Wenn du jetzt kein Explorer-Schiff machst. Was praktisch, den dann zu haben. Ja, habe ich auch. Ich meine, das ist als ja kaum Taxi gerichtet. Auch, wenn du halt jetzt an irgendeinen Planeten, an einen erdähnlichen Planeten ranfliegst, ist es ja einfach. Ja, ja. Du kannst den Guardian Friendship Dingens andere Prioritäten setzen. Bringt das was? Mir bringt nichts. Nee. Nur wenn du im normalen Raum bist, bringt das was. Wie gesagt, auch da einmal zum Ingenieur. Kraftwerk pimpen. Ja. Und baue ein stärkeres Kraftwerk ein. Was hast du denn jetzt drin? 4A, glaube ich. Ja, meistens bringt das, wenn nee, du reinfliegst. Machen wir mal 3A rein. Oder ein 3D würde, glaube ich, auch schon reichen, oder? Wie gesagt, flieg zum Ingenieur. Er hat er doch noch nicht. Habe ich ja noch nicht, deswegen. Und als Taxi kann er das doch erstmal umbauen, ist ja egal. Okay, ja, natürlich, ja, stopp, das war. Bis 4D? Was, gibt's kein 3D? Doch, gibt's auch, aber reicht trotzdem noch nicht. 3A? Na, warte mal, bei 3D, wenn du die hinten die Klappe rausschreibst. 3D würde noch reichen, ist 3B... Nee, B ist das Schwerste. Okay. B ist das Schwerste.
Bei A hätte ich auf jeden Fall noch Kapazität. 2A. 2A bringt nichts, ne? Ja, hat er ja drin. Hab ich drin. Ja. Aber 3A. Ja, zum Rumtaxien reicht's ja erstmal. Ja. Ausgeschalten, kann man die ja wieder anschalten. Jo. Was gibt's noch? Die FAS. Rettungsschiff brauchst du noch. Und Schmugglerschiff. Und du brauchst noch einen Guardian. Hier einen Targoiden, ja, Jäger. Die Imperial Courier. Hast du den Ruf jetzt schon? Nee, noch nicht. Nee. Ich glaube, das reicht, bis du da die Materialien für die Schiffe gesammelt hast. Das reicht doch erstmal, ja. Diese scheiß Grimme. So, jetzt steigen wir wieder in die Esp und transportieren den Scheiß mal nach Hip. Die noch mehr Reichweite? Ja, 60. Ja, die ist gepimpt. Wo bekomme ich denn die Waffenteile von Guardians her? Die Waffenteile von den Guardians? Ich brauche die Gauss-Kanone noch. Oder Gauss, oder? Meinst du die Materialien oder die Baupläne? Die Baupläne brauche ich. Warte mal. Ich habe irgendwo eine geile Liste. Warte mal, doch. Jetzt muss ich erst mal dampfen, Alter. Jetzt. Bin ich ganz aufgeregt. Zwischen beiden Sonnen, da wird mal ganz schön gebacken hier. Ja. Warte mal, Meluki, ich werde mal. Spamchat, poste ich mal was. Aber das ist alles bei den Targoiden, meine ich schon drin. Die Kanon Science. Thank you.
habe ich hier noch eine andere Liste, wo du die Daten scannen kannst, glaube ich. Alpha, Beta, Gamma. Die poste ich auch mal kurz. Braucht man die für die Waffe? Braucht man die für die Waffe? Nee. Die Alpha, Beta, Gamma, wie auch immer. Ey, noch irgendwas brauchst du bestimmt. Poste ich mal eine Liste, eine kleine Liste. Mann, ey, nix geschafft heute. Ja. Wie nichts geschafft heute, Melody. Was ist da los? Bei dem Schiff bauen. Ich wollte zum Guardian-Ruin. Hab ich alles nicht geschafft bisher. So, ich mach erstmal Schluss für heute. Jo. Kannst du da gucken, ne? Nein! Ich wünsche euch noch was. Ebenfalls, Jenkins. Ciao, ciao. Ciao. So, ich habe jetzt zum ersten Mal ein FSA mit experimentellen Effekt drauf. Okay, vorher noch nicht gemacht? Nee, hatte ich vorher noch nicht, jemals für. Ich habe ja kein Arsen gehabt die ganze Zeit. Braucht man da Arsen? Ja, da brauchst du Arsen. Aber nur für Stufe 5, ja, okay. Davor brauchst du es nicht. Welchen hast du jetzt genommen? Dass ich halt weiterspringen kann. Tieflader. Aber mehr Dings verbrauche, genau. Kann man Schilde leichter machen? Nee. Schildgeneratoren, Antrieb, Schilddüsen. Gut. Haha, 74 Lichtjahre, sehr schön. Echo.
pleasure to have you, Commander. Your docking request has been approved. Please proceed to Bay 07. So, mein erster Sprung, 71 Lichtjahre. Hammer. Also mit dem neuen FOV, was ich drin habe, das ist viel besser. Ist alles viel kompakter, ich muss den Kopf nicht so arg drehen. Ich habe Platz für die Kamera im Stream. Das ist schon besser so. Ja, bei dem Riesenbildschirm. Vorne, so ein undankbarer Landeplatz. Ah, da. So, dann transferieren wir mal ein paar Schiffe, wa? So, was machen wir denn jetzt noch? Eine 100 Lichtjahre Sprung machen wir mal kurz. Na, schön Rater. Zack, wumm. Hast du einen Sprung nur noch hin, oder was? Mal die Dampfe auffüllen hier. Ich hab grad nochmal den FSA überladen. Ja, mit einem Neutronenstern hier, mit einem. Nee, der ist auf dem Weg. Ich war gerade bei der Martuk-Tante und hab da halt meinen FSA aufgepustet. So, Jason Memorial. Und was mache ich jetzt noch? Ich wollte jetzt noch so ein Schiff zusammenbauen, aber. Vielleicht. Einen Targoidenjäger. Morgen ist. Na, entweder baue ich die Crate 2 Mark 2 oder die Allianz Chief Tank. Da habe ich jetzt zwei Builds bekommen. Aber ich muss halt die Gauss-Kanone noch holen. Ist das Gauss-Kanone oder was anderes? Ja, doch. Guardian Gauss-Cannon. Welcome to this facility and to Imperial Sovereign Territory, where excellence is the standard.
All legitimate visitors in this facility can be assured of total mind, thanks to the unparalleled protection of our Imperial Security Division. Aber viel Ruf hier. Für was? 120 Einheiten evakuieren, HIP 0191 nach Mala Base. Für 1 Million für Ruf 5. Ja, aber guck mal, die. Achso. Evakuierungsschutz. Mala Base ist direkt ins nächste System. Muss ich schon. Kann ich das direkt annehmen und dann Schiff wechseln? Ja, ne? Oder muss ich erst Schiff wechseln? Manchmal kann es sein, dass du, wenn du ein kleineres Schiff hast, dass du... Was ist das, Geschwadermission oder was? Nee. Transport? 120 Einheiten musst du nur transportieren. Nehmen die jetzt an. Und wechselt ins Schiff. So. Da reicht ja die Anna. Ne, 64 Tonnen. Da reicht nicht die Anna. Bau da schnell was um. Da reicht die Python. Fighter-Tante wird jetzt rausgeschmissen, Vertrag auflösen. Feindwarnung eingehend. Ah, versucht hier jemand abzufangen. Ja. Das war doch direkt hier. Nee. Einen weiter.
Uncoupling sequence complete. Please observe speed restrictions upon exiting. Kommt dann schon der Erste und will mich abfangen. So, wohin muss ich für die Guardian? Ich fliege da jetzt noch kurz hin. Flight engaged.
Protocol X-Ray. The Empire is honored to have you with us, Commander. We trust you will enjoy your visit. Permission granted. Please proceed to Bay 06. Orbit. Der Orkab ist jetzt auch noch nicht geflogen, oder? Nee, noch nicht. Ich hab's ja bisher bloß in Transfer. Ich werde in 15 Minuten in HIP sein. Operations Bureau signing off.
Horizont, ob ich das hasse. Treibstoffsammler ist schon ziemlich geil. Ja, das saugt schon was weg. Ja. Das ist dann gleich leer. Wo hast du denn jetzt drin? In der Anaconda. Die ist jetzt auf 74 Lichtjahre Sprungreichweite. Hübsch. Ja, aber fliegt sich total beschissen. Und ist halt schwerfällig wie Sau, ne? Ja, du hast ja auch ein kleineres Triebwerk noch drin, also kleinere Schubdüsen. Auch noch. Oha. Kann ich mir boosten. Was soll ja das Long Range? Also ich will jetzt schon auf 80 Lichter immer haben. Stay on your current course, Commander. Approach looks good. Gar nicht, wo die jetzt 80 Lichtjahre noch herkommen sollen, da muss ja. 10 Lichtjahre fehlen noch. Wahrscheinlich durch die ganze Leichtbau-Modifikation. Der Antrieb ist voll gepimpt, Guardian Booster ist drin. Please reduce your speed, Commander. Landing
message. Dick gegen den Schlitz geboostet. Das war knapp. Wo bist du jetzt hingeflogen? Synyphe CIR C21B C1. ja, könnte passen. Wir
ja verschiedene Markierungen schon in der Richtung. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Dings war. HD 63, was war das? Oh, weißer Stern. Ja, ich glaube, da bist du zumindest in der richtigen Richtung. Wenn du in dem weißen, das ist ein Gebiet, da ist ein ganz weißer, heller Stern drin. Da soll das sein? Nee, ja, ich glaube. Da nicht die weiter? Mit dem hellen Stern war, oder war da die Plattform? Die Plattform war da. Ich glaube, die Plattform war. Die gibt ja bloß den Schlüssel, den brauche ich jetzt nicht. Ich muss ja jetzt das mit den Pylonen machen hier irgendwie. Dasselbe wie bei den Guardian. Guardian. Frameshift-Antrieb. Ja. Oder nicht, ja. Ich werde es ja gleich sehen. Was ist zumindest auf dem Planeten, also. Dürfte schon irgendeine Ruine sein. Nimmst du Ruf und keine Materialien? Ich brauch doch auch noch Ruf. Außerdem habe ich vorher Materialien genommen. Achso. Wenn du jetzt einen Personentransporter hast, dann fliegst du mal runter und machst mal Rettungsmission. Kriegst den Ruf richtig schnell und schnell zusammen. Bis 500.000. Ja, aber hast du die Fraktionierung angeschaut? Die ist halt unfraktioniert. Was? Achso, das bringt dir nichts. Was will ich da? Ja, stimmt auch wieder. Wenn das jetzt Föderation oder Imperium gewesen wäre, hier zum Beispiel Imperium, zack. Eine Mille. Das lohnt sich eigentlich nicht. 2 Rufpunkte für 1 Million. Das ist 1 Million. Jetzt rechnen wir mal ein paar Nied um. 1,25. Sag einfach nichts. Nee, das passt schon so fast. Eins und ein bisschen, sagst du. Weißt du, in der Schule, ja, da haben wir nicht in Pinit umgerechnet, ja. Da gab es dann Kilogramm in Gramm oder Gramm in Tonne, ja. Ja. Aber Pinit ist halt so krumm und kribbelige Zahlen. Jetzt fliegen wir mal nach Hip und gucken, ob unsere Schiffe schon da sind. Was hatten die Phantom für einen FSA drin? Wow. Muss ich mir gleich anschauen. Sag ich dir gleich. Ich bin der Meinung 5A. Die ASP hat auch 5A drin. Das kannst du dir mal ausbauen und da einbauen. Die ASP hat 5A drin, ja. Guckst du mal, ob die identisch sind, dann kannst du die aus der ASP Explorer ausbauen und baust du die in die Phantom ein. Nee, wenn, dann tune ich das schon richtig. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Wenn du über ein Schiff hast, was auf 70 Lichtjahre kommt. Ich werde dann noch mal richtig Mats farmen, dann eventuell noch den Ruf voll machen und anschließend werde ich mich Richtung Exploring begeben. Das Ingenieure willst du nicht machen? Ja, doch, sag ich ja. Mats farmen, dann noch die Ingis ausbauen, gucken, dass ich vielleicht bis dahin noch ein paar Ingis mitnehme. Fuse
Aber mal raus aus der Bubble. Ja, 5000 Lichtjahre musst du eh machen für den Ingenieur. Kannst du schon mal eine kleinere Exploring-Tour machen? Ja, ich muss ja jetzt nicht gleich so richtig ausrasten. Ich vermisse ja eh nach 2 Tagen wieder meine T9. Was hat eine Exploring-Tour mit der T9? Das dauert ein paar Jahre, aber... Warum man nicht? Explort halt nicht ganz so weit, ne? So 30 Lichtjahre. Also hier Arsenfarm, beziehungsweise hier die höheren Atomium, wie heißt das Zeug? Und, das geht echt gut bei der Koordinate, die ich gestern durchgegeben habe. Okay. Da fliegst du halt so Kristallformationen an und farmst halt diese High-End-Dinger davon und kannst das Arsen dann einfach eintauschen. Ja, perfekt. Da fliegst du halt immer 1500 Lichtjahre weit, farmst da für 6 Planeten insgesamt halt ab und fliegst wieder zurück. Das war jetzt eine Sache von 3 Stunden. Wie viel hast du da jetzt effektiv rausbekommen? Na 100 pro Element, also wow. 100 pro Planet. Ja, das ist nice. Das sind Tier 4 bis Tier 5 Mats halt von diesen Elementen quasi. Da kannst du nichts sagen, ja. Die Raffinerierte, das habe ich ja auch gestern gemacht. Also mit der Python halt irgendwelche Passagiermissionen. Dann müsste ich mir auch noch mal ein bisschen hinterklemmen, da habe ich ein bisschen wenig Eis rausgeholt. Oder kannst du ein bisschen mehr sammeln. Und Daten, weiß ich nicht. Aber ich glaube, für Daten setze ich mich einfach ins Schiff rein und sammle halt die Überraumdinger. Ja. Und scanne die Schiffe nebenbei. Das ist, glaube ich, am schnellsten. Ich guck mir diese Crate-Position mal an. Am schnellsten geht garantiert hier Death's Hope, aber Death's Hope macht halt keinen Spaß, finde ich. Ja, und das soll es auch nicht sein, weißt du? Du willst ja nicht auf Teufel komm raus, einfach nur rumfarmen und dabei keinen Spann haben. Ja, na, vor allem mit dem Auslauf nervt mich. Ich hab Bock drauf, ständig auszuloggen, nur halt, um die Materialien wieder zu bekommen. Das ist mir zu blöd. Schiff noch nicht da oder was? Muss mal gucken. Doch, alle da. Welches wolltest du jetzt wissen?
Der Frameshift-Antrieb der Dings hier, der Python. Nee, nicht der Python, der Phantom. Ich glaube jetzt schon auf 43, die andere kommt auf 62, die ASP. Ja, die ist halt ungeboostet, ungetuned bisher, ne? Ja, deswegen halt den Antrieb theoretisch kannst du umbauen, da kannst du mal gucken, wie weit du dann kommst. Was hast du mit der anderen noch gepimpt bei der ASP Explorer? Bei der ASP hab ich... Ich glaube nur den Antrieb und Guardian Boost. Ich will schon gucken, wie weit meine Asp kommt. 60 oder nicht? Ja, ich habe sie ein bisschen umgebaut jetzt. Ich müsste sie weniger haben. Ich habe ein paar Waffen reingebaut, die kann ich ja wieder rausbauen. ...59 unbeladen. So. Gucken. Schon schöne Exploring-Schiffe, ist echt schwer. Weil die Anaconda kommt halt am weitesten. Weil die Anaconda kannst du erst umbauen, wenn du die Dings hast, hier die Corvette. Ich habe ja noch Strahlenlaser und Mehrfachgeschütze drin, die könnte ich eigentlich rausbauen. Ja, aber mehr als 60 würde ich nicht schaffen. Vielleicht 61 oder so. Wenn du die jetzt verkaufst. Aber der Antrieb ist auch ein 5er, ne? Oder ist das ein 4er? Nee, ist das ein 5er. Muss ein 5er sein. Ja, da kannst du theoretisch noch ein kleineres Kraftwerk wieder einbauen. Weil das viel zu viel Energie theoretisch. Ja, ja, Kraftwerk pimpen wird's nächste sein. Ich brauch Mats. Macht gar keinen Sinn. Bardenef, 13.10, was haben wir denn? 13.10 Kraftwerk mit 5A drin. Was haben wir denn da? 4D fehlt mir was? Das ist 5D. ...4A 57. Hier A würde reichen. Hier D reicht wieder nicht, gell? Ich hier kein 4D? Aber lass mich mal schön schauen. Ich kann ja. Kann ich denn da? Hab ich was deaktiviert? Super Cruise Assistant? Wofür?
Weiß nicht. Ach, das Scheiße sieht aber ganz schön eng aus hier. Licht an. Ja. Was man so alles findet, wenn man mal auf die rechten Bildschirme guckt. Och Menno, reicht trotzdem nicht. Was kann man noch ausschalten? Was habe ich denn eigentlich noch? Wenn ich eh mit der nicht mehr zu den Guardians fliege, sondern die Phantom benutze. Dann brauche ich ja auch keine Punktverteidigung mehr. Wozu willst du die ASPs benutzen? Einfach als Sprungschiff oder was? Ja, die benutze ich ja eh nur als Sprungschiff. Ich habe ja ein Explore, ich habe jetzt ein Exploring-Schiff, ja. Das würde ich jetzt hier ein bisschen zum Springen benutzen und die andere für die Guardians. Die Phantom für die Guardians oder was? Ja, warum nicht? Na klar. Nee, warte, nicht die Phantom für die Guardians, die Diamondback für die Guardians. Scheiß, Alakonda ist zu groß. Eigentlich ist das scheißegal, weil wenn ich die Punktverteidigung ausschalte, ja. So lange, bis ich sie brauche. Die hat 0%. Das ist, macht keinen Unterschied. Wachtluke könnte ich ausschalten. Die fucking Anaconda ist zu groß. Machen wir mal 4D rein. Scheiße. Bin bei 104. Wieso brauche ich 5A-Sensoren und keine 5D? Das ist doch eigentlich scheißegal. Naja, die erhöhen einmal die Reichweite, aber... Die Reichweite von meinem Sprung? Nee, die Reichweite von... Von einem Scan, aber ja, brauchst du eigentlich nicht. Nee. Ich hab mit 5A 8 Kilometer Reichweite, mit 5D auch 8 Kilometer Reichweite. Emissionsreichweite 5,22 und 6,96. Aber es reicht mir trotzdem nicht. Mal die drin. Was hätte ich denn noch? Fünfte.
57. Ah. Zwölf Komma acht mit 3A Kraftwerk. Willst du jetzt nur auf Sprungreichweite gehen oder was willst du jetzt machen? Ja. Das sieht doch mal passend aus. So. 58,78. Das ist doch mal Anfang. Ja. Und ich bin genau 0,06 Megawatt unter dem Limit. Kann man sich gleich mehrere Waffendinger hier holen oder geht man bloß einer? Von diesen Bauplänen, hast du da einen Plan? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, du kannst mehrere holen. Probier's halt mal einmal. Ich habe noch keine Sentinels gefunden, ich mache ein bisschen Sorge. Ah, hier ist einer. Waffen. Reichweite habe ich denn mit?
Bin jetzt an Bord, ja. Dann machen wir mal eine Passagiermission. VIP oder? Hab ich gerade gar nicht geguckt. So ein Reicher. Wie viele hast du geguckt? 87. Die fliegt sich aber smooth. Ja. Die ist voll leise. Der Sound. Der Sound, wenn du beschleunigst, wenn du boostest, ist auch richtig geil. Hatte ich keinen Fuel Scoop hier drin? Oha. Doch, hab ich. Dann konnte ich da gerade bloß nicht scoopen. Okay, 5A. Daten von Navigationsboje, der will Navigationsboje, dass ich die scanne oder was? Kann schon sein, dass er sowas will. Also ich muss auch immer so ein Touristensignal halt anfliegen, teilweise. Dann musste ich da kurz scannen, das Ding. Und dann durfte ich weiter.
Scheiße. Da muss man denn da ran für den Datenlink-Scanner? Oder muss ich das mit dem A-Scanner machen? Du musst gar nichts machen. Du musst einfach nur das Ziel auswählen. Da ist so ein weißes Signal drunter meist. Navigationssignal steht da drauf. Ah ja, okay. Und dann wartet er bis... Okay, jetzt scannt er das gerade. Und dann kann ich wieder los, okay. Auch wenn es ein anderes Signal ist. Kaleta Touristenpark, da muss ich hin. Was ist denn bitte eine Touristenbarke? Das sind solche Punkte, wo die Leute gern hinwollen. Um Gottes Willen. Aber nicht auch noch auf dem Planet, oder? Nee, müsste beim Planeten sein, in der Nähe. Meist wollen die sich irgendeinen Planeten angucken oder sowas. Ja, okay, das sieht auch geil aus. Der hat Pole. Ja, das ist halt der Vorteil an dieser Touristengeschichte. Der führt dich manchmal zu Planeten oder besonderen Sehenswürdigkeiten, die du so halt wahrscheinlich nie sehen würdest. Halt irgendwas besonders über Felsen auf Planeten oder sowas. Dann scanne ich diese Touristenbarke ab und dann kann ich weg, oder was? Kommt drauf an, was der Kunde will, ja. Also ich habe bis jetzt so eine solche Mission gehabt, wo musste ich nur ein Ding halt scannen und dann konnte ich zurück. Mission Accept completed, okay.
Bringen Sie mich zurück nach Charlotte City, okay. Mann. Nicht geplant. Na Schluss. Doch die Guardians greifen mich an und meine Raketenabwehr funktioniert irgendwie nicht. Steht halt dran, illegaler Passagier, dann darf ich mich jetzt halt nicht scannen lassen. Darfst du nicht scannen lassen. Und dafür solltest du eventuell, wenn du sowas machen möchtest, halt Kühlkörper einbauen. Okay. Weil dann kannst du den Tarnmodus benutzen. Schleichfahrt, aber da überhältst du dein Schiff halt ziemlich schnell. Ja. Ja, ich habe auch gehört, sobald ich über 200 Impuls fliege, kann man mich auch nicht scannen. Nee, aber zum Beispiel an einem Punkt kann er dich ja trotzdem scannen. Ja. Waffen.
werde ich auch noch rausgezogen, Alter. Oha, und zwar bitterböse. Oha. Schon. Auf Antrieb boosten. Also ausweichen ist nicht arg mit der Dolphin. Ich bisher noch nicht. Also du bist gerade völlig in die falsche Richtung gedreht. Ne, der Punkt ist halt enorm schnell abgehauen dann. Jetzt habe ich ein Fragment bekommen, oder was? Habe ich den Spaß denn jetzt noch dreimal machen oder viermal? Das ist ja Wahnsinn, ey. Landing Gear deployed. So, das war der Jungfernflug mit der Orca. Docking complete. Please shut down all systems. The services of this Mission erfüllt. Agrarmedikamente, ist das Materia? Nee, das sind Ware. Das ist Ware, gell? Das siehst du immer an dem Symbol. Ah, stimmt, okay. Dann nehme ich Ruf, ja. Da gibt's vier. Sehr schön, dann würde ich mal den Stream ab jetzt beenden. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Danke fürs Zuschauen und ja, falls ihr Bock habt, smash den Follow-Button oben rechts. Und ansonsten lade ich es gleich auf YouTube hoch. Auch da, wenn ihr Bock habt, Daumen hoch und Abo da lassen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, good night, good flight. Danke fürs Zuschauen und bis morgen 22 Uhr.